Hey Freunde, willkommen zurück zu Jurassic World Evolution zusammen mit der Schwester. Wir suchen jetzt noch ein paar Fossilien, um DNA zu bekommen und wünschen euch dabei viel Spaß. Geil. Ich will einfach noch mehr Kommerz. Einfach noch mehr Geld machen. Wir sind schon wieder eine Viertelstunde dabei, ne? Oh. Das eine Bild ist reingerutscht, das muss natürlich weg. Ekelhaft. Was will Ingen denn? Dinosaurier, ein neuer. Ach, das sind wahrscheinlich irgendwelche. Alter, wie viele Dinos gibt's denn? Viele. Boah. Oh, geil. Siehst du schon dein Lieblingsdino? Wo ist er denn? Nee, das ist er nicht. Wo ist denn dein Lieblingsdino? Ich weiß welche. Da ist dein Lieblingsdino. Da ist er. Da ist er. Wo ist mein Lieblingsdino? Haben sie den nicht? Doch, den haben sie mit Sicherheit. Da ist er. Oh, nee, das ist der Große. Ja, der Große ist es ja auch. Ach so, nicht der Kleine? Nein, der Kleine habe ich nur genommen, weil er halt so genauso aussieht. Halt nur ach so. Klein. Den Kleinen haben sie auch gar nicht. Komisch. Aber im zweiten Teil haben sie den. Also ja? Im alten zweiten Teil, Lost World, ja, klar. Nein, da haben sie den Großen, den Pachycephalosaurus. Ja, aber die haben den Kleinen, der die Tür einrammt. Ja, das ist der Große. Der sieht halt nur ein bisschen kleiner aus. Guck mal, das ist unser erster Lido. Oh. Na, alles fit bei dir? Ja, aber er ist so alleine. Kannst du ihm nicht noch ein Geschwisterchen schenken? Ja, er ist hungrig. Warum frisst er nichts? Hier sind doch genug Pflanzen. Ja, vielleicht braucht er anderes Essen. Nein. Oh, ich habe schon fast genug von dem Genom besorgt. Ich muss noch ein bisschen mehr Genom besorgen. Dann tun wir das doch. So. Er ist am Ackern. Oh, er ist gleich fertig. Oh. Und? Weniger als eine Minute. Grabungsteam kehrt zurück. Wo ist eigentlich hier? Ich glaube, die ist hier irgendwo, ne? Die Inseln. Ich weiß das gar nicht genau, wo die waren. Ich glaube, die sind hier. Zu den Fossilien. Oh. Oh, 65% DNA extrahieren. Jo. Aus rein. Fossilien. Du, 37 Sekunden. Alter, ist das ein Handygame? Kann ich hier auch? Ah, was soll der gar jetzt? Alles raushauen hier, was geht. Scheiß drauf. Ich habe ja noch 2,3 Mille. Perfekt. Gönn dir. So. Der Großzügige. Ach, ich muss beschaffen. Dann muss ich, glaube ich, nochmal. Anschaffen? Nein, beschaffen. Was gibt's hier? Triceratops? Nee, den brauche ich. Keratosaurus. Aber ich kann nur einen. Was? Wir haben Portugal nicht genügend. Noch nicht abgeschlossen. Ja. Wann sind die denn zurück? Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren. Hab ich doch schon. Die sie in ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Scheiße, habe ich das verkauft? Scheinbar. Ach, das ist Schrott. Kann ich eh verkaufen. Geil. Sehr gut. Ingen, was willst du? Du willst nur mir sagen, dass ich was Neues habe. Okay. Dr. Hammond Gedächtnisstiftung. So. Sind jetzt fertig hier? Kann ich jetzt wieder? Ja. Grabungsteam unterwegs. Gleich und los. Da sind sie. Warum sitzen eigentlich immer zwei Leute in einem Hubschrauber? Weiß ich nicht. Der eine hupt, der andere schraubt. Hahaha, du Scherzkeks. Kanntest du den schon? Nee. Warum hast du da nicht gelacht? Als ich den das erste Mal gehört habe, musste ich mich totlachen. Oh, ja, weil. Wo ist denn Dino? Da. Hi. Hi. Oh, ist so süß. Boah, wir brauchen gleich was richtig fieses Fleischfressendes. Ja, das ist das, was wir gerade ausbrüten. Hier, das hier, dieser Keratosaurus, das Fleischfresser. Weißt du, was ich das gesehen habe? Das gleiche Gehege? Ja, sicher, der wird gefressen. Digga, oh, der wird direkt nein. Hier. Hier, guckt, weil der hat nämlich so ein Fleischsymbol da. Siehst du das? Was ist das gemein? Oh, das ist ein Fleischsymbol. Schönes ja. Kotelett. Schönes Ribeye-Steak. Ja, echt, ich esse nur Kotelett und der andere ist nur Blatt. Der ist nur Blatt. Ich hätte gern Blatt. Und ich hätte gern Kotelett. Kotelette. Kosten. Sie haben nicht genügend verfügbare Grabungsteams. Das ist schade. Wie kann ich ein zweites Grabungsteam machen? Kann ich noch gar nicht machen. Das ist doof. So. Ich will noch irgendwie Geld verdienen. Wo ist der Dino? Da. Ich habe ja, ihn gesehen, genau. Wie er in den Wald, Wald gestratzt ist. Ich schätze mal durch Besucher. Er ist immer noch vor. Nö, der hat schon gefressen. Nee, also doch nicht. Alter, warum frisst du denn nicht? Egal, du bist eh Futter. Oh Mann, ihm geht's schlecht. Ich werde gleich sowas von fiesen Fleischfresser, der wird ihm gleich sowas von fressen. Gehört wahrscheinlich eh zum Tutorial. Mhm.
Du bist einfach nur Futter. STR-001. Oh Mann, ey, deswegen hat der auch keinen Namen. Der hat nur eine Nummer. Dem geben wir keinen Namen, der wird eh gleich gefressen. Ja. Guck mal, er geht baden. Wird das irgendwie drehen? Pitsche-patsche. Ja. Pitsche-patsche, pitsche-patsche. Ja. Da, ich esse so hungrig. Ah, du bist fressen. Nichts. Ja, egal. So. Sieht extrem cool aus, das Spiel übrigens. Wie sieht denn die Insel so von oben aus? Auf welcher Insel sind wir jetzt nochmal? Isla... Irgendeine, die man nicht kennt. Isla... Oh, die kommen wieder. Sehr gut. So, Jungs. Ah, ich bin fertig. Oh. Yeah. Oh. Ist das bist gemein. Du denn, Alter? So. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Wie wär's mit beiden? So, Brutkasten, Saurier ausbrüten, wo bist du? 550.000, ja, ich meine, ich hab's ja, ne? Ja. Ist ja nicht. 3%, 4%, 5%, 6%, das dauert jetzt mal. Oh, ja, warten. 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 Hauptsache, er hat 68 Angriff. Hauptsache. 22 Verteidigung. Oh, Lebensdauer 58. Scheiße, die sterben auch irgendwann. Biologische Belastbarkeit 17. Lebensfähigkeit 51%. Okay. Ach, Haut Standard. Standardhaut. Standardhaus. Oh, wie ein Pokémon. Dann kannst du irgendwann so richtige Digimon. Psycho-Dinger bauen. Meinst du? Ja, bestimmt. Station. Komm, wir gucken mal, was es so für Dinos gibt. Welche wir erkennen. Was ist das hier? Kontrollraum. Inselbewegung? Was? Oh, ich hab neue Dingens. Extrahieren. Alles Geld ausgeben. Scheiß drauf. Und verkaufen. Ja. Oh, davon kriegt man auch Geld. Das ist gut. Oh, sehr gut. Ach nee, scheiße, da wollte ich auch rein. Nein, nicht Escape. Da. Kontrollraum. Ingen. Dinosaurier. So, was gibt's hier? Das ist der mit der Keule am Schwanz. Mit der Keule. Das ist ein kleiner Stegosaurus. Nee, Brachiosaurus. Das ist noch ein. Das ist ein großer Brachiosaurus. Nee, das ist ein Brachiosaurus. Brachiosaurus 9. Brachiosaurus 9. Früher dachte ich immer, das ist seine Nummer. Dabei ist das einfach nur voll scheiße übersetzt. Ja. Die von Brachiosaurus 9. Oh, 9. 9 Meter. Wie schnell sind die? Oh. Also wir haben einen T-Rex mit 45 Stundenkilometer. Oh, was jetzt passiert? Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Hi, Dua. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Kurt. Vielleicht kümmert die sich dann ein bisschen ums Futter? Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Ah, aber wir haben nicht den Asiaten, der nicht altert. Der im ersten Teil schon genauso aussah wie in Jurassic World. Ja. Voll gruselig. Ein Oberteil angehabt. Ja, stimmt. Akzeptieren. Ja, meinetwegen. Was sollen wir denn machen? Ausblüten freilassen. Ja, das ist, Das schaffen wir. Er ist in einer Hammond-Entwicklungslabor. Nein, aber gleich ist mein Dino fertig. Wollen wir? Ja. Oh Mann, jetzt geht's. Oh, da gehen sogar beide Türen auf. Boah. Vielleicht ein bisschen dramatischer. Echt? Oh, der ist aber auch so ganz süß. Geht. Aber wenn der vor mir steht, würde ich mir aber ganz schön in die Hose kacken. Ja, du hast ja auch Angst vor Dinos. Ja. Ich? Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Ja, ne? Ach komm, der ist auch niedlich. Oh, er schüttelt sich. Er geht direkt jagen. Geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Schauen wir mal. Da, er hat sein Ziel schon angepeilt. Oh nein, ist er das? Das war ein Baumstumpf. Er ist da bestimmt irgendwo im Wald drin. Er ist auch nicht unterwegs. Ja, er hat schon gewittert. Er ist unterwegs. Da läuft er. Oh nein. Oh, es ist gemein. Welch spannende Szene. Alter, was macht er da? Willst du den Zaun bumsen? Was ist los bei dir? Ruf damit. Der Zaun ist auch echt sicher für so einen. Oh ja, er legt los. Er hat ihn gewittert. Da ist er. Dum, 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 dum. Oh, es ist gemein. Komm schon. Aber Hauptsache, ich muss ein Fastfood-Restaurant bauen. Oh, ich trau mich gar nicht wegzuklicken, weil wenn wir wegklicken, hat er bestimmt Hunger und frisst ihn. Ja, nee, wir warten jetzt so lange, bis er den frisst. Ja. Ja. Das ist mir auch egal, wie lange das ist. Und jetzt. Ist er unterwegs? Ich seh nix. Die Kamera verliert manchmal die... Ja! Alter! Oh! Richtig gut gerendert und er ist tot. Alter, er hat voll das Glubschauge.
Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Das sieht er sich dann für Snakes rein. Jetzt fragen, ob man das nicht Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Er ist bestimmt gelernter Metzger. Aber hätten sie ihn direkt filetiert. Direkt filetiert. Ja. Das aber Nahrung ist wieder voll. Andere Geschichte. So, unser Keratosaurus hat sein Fresschen bekommen und ist, glaube ich, wunschlos glücklich. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!